Hallo KurierTV, Corona macht kreativ, auch hier am Bayreuther Volksfestplatz. Da findet nämlich das erste Bayreuther Autokonzert statt. Es spielt die Band Hypnotics und ich spreche mit der Band und mit dem Veranstalter Matthias Meyer ist gleich bei mir. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir in dieser Form eine Art Konzert veranstalten. Wir machen ja in Bayreuth nicht wenige Konzerte, aber trotzdem heute für uns eine absolute Premiere. So, und wir stehen jetzt hier auf der Bühne mit den Hypnotics, mit dem Markus Buruka. Wie war die Corona-Zeit bis jetzt? Wie geht's euch eigentlich? Uns geht's gut. Wir können uns nicht beklagen, aber natürlich für jeden. Ich meine, diese Zeit ist schwierig, für Künstler besonders. Deshalb sind wir ganz froh, wenn wir heute Abend den ersten Auftritt seit Februar wieder spielen. Das ganze Konzert wird heute übers Autoradio ausgestrahlt, was natürlich für die Musiker, die Techniker, für uns eine völlig neue Erfahrung ist. Und parallel dazu wird das Geschehen auf der Bühne live übertragen auf die große Videowall. So gar kein Feedback zu kriegen, könnte vielleicht das Problem sein, so Publikum, ne? Wie wird das wohl werden, was meint ihr? Wissen wir überhaupt nicht. Wir versuchen einfach so zu spielen, wie wir das eigentlich immer tun und auch mit dem Publikum zu kommunizieren. Das ist für uns ganz wichtig, irgendwo diese Barriere wegzukriegen. Und ich denke, es gibt ja witzige Ideen, sich zu äußern in irgendeiner Form. Also ist auch so, wenn sie dann den Rückwärtsgang einlegen, wenn es ihnen nicht gefällt, dann sehen wir es nicht. Das ist egal. Also alles andere wird lustig. Das Interesse ist groß, also Karten wurden gut verkauft, oder? Ja, das Konzert wird gut angenommen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Zusammenhalt. Hypnotics haben viele Fans in Bayreuth, die Leute wollen die Band unterstützen. Und das ist auch das Schöne daran, dass in so einer Zeit halt die Kultur wieder auch eine Möglichkeit der Solidarität bietet. Ja, ich hoffe, ein unterhaltsames Konzert mit viel Rumsbums, schöne alte Oldies, schön dargeboten. Auf die Akustik bin ich gespannt. Hypnotics, seit der Landesgartenschau sind wir volle Fans. Wir haben uns schon eingestimmt mit der CD hier rauf, weil wir von Pegnitz kommen. Wir sind sonst auch auf jedem Konzert. Ja, wir wären sowieso hier, weil die Idee ist total klasse. Oder kann man sich wirklich ganz hervorragend entspannen und Musik hören? Und genau das mache ich jetzt.